Und damit begrüße ich euch hier wieder ganz herzlich zurück zu Nintendo Switch Sports. Die ersten drei Folgen sind so gesehen erledigt und ich habe jetzt ein bisschen noch was angepasst. Ich hoffe, dass es jetzt alles besser läuft, weil ich habe gesehen, nach den drei Folgen so, oh shit, ich bin ein Roboter, ich bin ganz langsam und so weiter. Ich hoffe jetzt wirklich, wie gesagt, dass es besser ist, gerade weil wir jetzt heute mit Fußball weitermachen. Und dafür brauchen wir nämlich zwei Joy-Cons. Und einer, glaube ich, gehört ans Bein. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier oben ran gehört oder da unten. Das werden wir jetzt gleich sehen. Aber ich hoffe, das wird uns auch nochmal erklärt. Ich bin jetzt hier erstmal im lokalen Modus, fällt mir auf. Deswegen muss ich erstmal ganz kurz wieder zurückwechseln. Und dann schauen wir weiter. Okay. Fußball. Suchen. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass wir hier auch nochmal so eine Art Tutorial bekommen. Ja, aber einige haben es vielleicht schon in der ganzen Werbung gesehen. Es geht hier so ein bisschen in Richtung Rocket League. Okay. Schnell gelöst. Muss dann doch nicht in den Beinhalter. Start. Beginnen wir mit den grundlegenden Dingen. Da wäre zunächst das Schießen. Schwinge den rechten Joy-Con, um in die entsprechende Richtung zu treten. Okay. Versuche nun mit dem Tritt den Ball zu treffen und zu schießen. Und nach vorne. Ja, gut. Danke. Schwinge den Joy-Con nach oben, damit der Ball vom Boden abhebt. Nicht schlecht. Schwinge den Joy-Con nach unten, um den Ball flach zu schießen. Schön. Okay. Nach rechts. Nach links. Nicht schlecht. Probiere jetzt ohne Vorgabe die unterschiedlichen Schüsse aus. Und der letzte. Eine besonders effiziente Technik ist der Flugkopfball. Schwinge beide Joy-Con-Controller gleichzeitig nach unten, um den Ball mit einem Hechtsprung zu köpfen. Ja, gut. Führe nun den Ball übers Spielfeld. Bewege dich mit der Hilfe von dem linken Controller und versuche beim Schießen das Tor zu treffen. Okay. Nicht er ist drin. Ich auch, aber der Ball auch. Du hast die Grundlagen gemeistert und bist nun bereit für eine Partie. Bin ich persönlich aber neugierig. Na?
gut gespielt, würde ich sagen. Gut gespielt, ja, ist auch nicht schlecht. Da steht jetzt nur keiner. Meine Ausdauer ist leider auch begrenzt. Oh Mann. Komm, 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 komm. Ich weiß, ich könnte sprinten, aber ich warte noch. Wo geht der Ball hin? Ja, komm, 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 und rein! Ja. Tor! Ich werfe mich jetzt hier nicht auf den Boden. Oh, meine Ausdauer ist aber trotzdem noch niedrig. Ich hab schon. Ja, genau. Die haben das mit dem Sprinten noch nicht raus. Komm, nochmal rein. Nein. Ich habe keine Ausdauer mehr. Komm, ich stehe bereit. Komm, nein. Nicht so schießen. Bist du des Wahnsinns? Du musst dich drehen in die andere Richtung. Du musst in die Richtung. Oh, verdammt, das war die falsche. Das schießt ja doch echt in die Richtung. Okay, Marco, komm, du musst mich jetzt stolz machen. Yes. Warum ist da vorne keiner? Oh, so knapp. Egal, wir haben gewonnen. 1-0. Yay. Schön hochspringen und jubeln. Siegbonus, bester Spielerbonus. Boah, 40 Punkte ist in Ordnung. Und wir kriegen wieder ein neues Objekt der Begierde. Hurra! Das würde ich mir niemals auf die Fresse machen. Okay. War jetzt aber, ich gehe mal davon aus, ein Trainingsspiel. Deswegen gucken wir uns noch ganz kurz an, wie läuft das im richtigen Online-Match. Denn so ein Trainingsmatch ist ja nochmal was komplett anderes als ein richtiges Online-Match. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass dann später noch andere Sachen dazukommen. Und ja, ich denke mal, der Papi, Team-Anfänger, das Flinkes, naja, Super Miau Miau weiß ich jetzt nicht, aber Anfängerjunge, Fußball. Das sind alles so aus dem deutschsprachigen Raum. Insofern sieht das Ganze schon ein bisschen interessanter aus. Muss aber auch sagen, das ist jetzt so die Sportart, wo ich sage, okay, aber man bewegt sich nicht wirklich viel. Da finde ich Badminton bisher am intensivsten. Schön, dass wir nur zu dritt sind. Haben natürlich einen tollen Vorteil, wird nicht durch Computer irgendwie aufgefüllt, wie eigentlich gesagt wird.
Warum muss ich jetzt rosa spielen? Komm. Oh, ich hätte ihn so schön Volley nehmen können. Yes! Danke, TGC. Wir sind zu dritt und die sind zu viert. Also wir sind total im Nachteil. Sind so gesehen gehandicapt. Wo sind meine Leute? Ach, da. Wow, wow, wow. Huh. Okay, den nehmen wir gerne. Was? Ich hab den doch... Das war saudumm von uns. Zwei Leute rennen hin. Dann denkt er sich, okay, gut, genauso wie ich. Ah, er rennt ja. Schlecht. Schlechte Absprache. Nein. Aber ja. Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Nein. Wir verlieren. Mal gerade schießen. Komm. Nein, 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 nein. Ja. Zeit ist vorbei. Finales Tor in der finalen Sekunde. Was will man machen? Der goldene Ball zählt doppelt. Schön, dass er zum Schluss dazu kam. Das wäre unsere Chance gewesen, aber naja, gut. Nicht vergessen, wir waren in einer Unterzahl. Vielleicht gibt es dafür einen Bonus. Oder auch nicht. Warum einen Bonus für ein Spiel, wo man komplett im Handicap war? Okay, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal anders an, denn es gibt ja noch im lokalen Modus wieder was ganz anderes. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen blöd, dass der lokale Modus an zweiter Stelle ist und nicht an erster Stelle, aber okay. Ein Spieler mit Beingurt kannst du im Duellmodus mit besonderen Regeln antreten, nämlich Shootout, das wollte ich jetzt nämlich haben. Normal, ja. Okay. Joy-Con links. Geil, ja. Mache ich einfach mal ab. Schön, dass er nicht drin war, weil ansonsten wäre er nämlich komplett durch die Gegend geflogen.
Na. Achte darauf, dass du beim Spielen über genügend Platz verfügst. Okay. Troplay gegen Cole. Der Computerspieler schießt zuerst. Ich glaube nicht, dass ich das bin, weil er schießt mit links. Genau, jetzt bist du an der Reihe. Achso, ich muss nur gerade bewegen. Oh. Erstmal komplett einschätzen, bitte. Ich darf nicht gegen den Computer verlieren, das wäre peinlich. Ja, ich hab doch... Okay, meine Chance wieder aufzurunden. Ganz schön früh. Also bei der Verzögerung hätte ich das jetzt nicht gedacht. Für mich gefühlt jetzt nicht so das Besonderste. Besonderes. Das ultimative Sportspiel. Nette Idee, Umsetzung, naja. Ja, das ist so eine Gefühlssache. Man muss echt das Gefühl dafür entwickeln. Jetzt sieht doch... Was ist das denn für ein Betrug? Ey, wehe, du triffst jetzt. Okay. Habe ich auch einen goldenen Ball? Ja, ich hab's einfach drauf, ne? Ich hab's einfach drauf. Muss man ganz ehrlich gestehen, oder? Nein? Okay. Sieg. Erneut spielen. Ja. Um ein bisschen mehr die Erfahrung zu sammeln. Außerdem, wir wollen das ja auch nicht nur einmal zeigen, ne? Siob Hahn. Der Computerspieler schießt zuerst, also er legt vor. Ich muss nachlegen. Wunderbar. So muss es sein. Kriege ich das nochmal angezeigt, das Tutorial. Yes. Ich glaube, ich hätte den Joy-Con auch woanders platzieren müssen. Aber so ist in Ordnung. Zwei zu eins ist in Ordnung. Funktioniert. Ach, zu früh. Ach, das wird immer enger. Warum ist das dann bei ihr so weit offen? Wenn sie den jetzt versenkt, habe ich verloren.
Okay, meine Chance, meine Chance. Verloren. Spielende. Ist dann halt leider so, ne? Gut, jetzt muss ich sagen, Fußball ist jetzt nicht so mein großes Ding. Ihr könnt mir aber gerne mal, wie immer, in die Kommentare schreiben, was ihr von Fußball haltet und was eure Lieblingssportart ist. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor, haut rein. Tschö, tschö.